Jo, Freunde, hier ist wieder Neron hier. Na, alles klar bei euch, Freunde. Wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben bei Let's Get a Platin Assassin's Creed für Black Flag. Und im letzten Part haben wir das Fort hier, das schwere Charlotte Fort erobert. Und jetzt will ich erst nochmal hier machen, diese Marineaufträge. Schwierigkeitsgrad voll. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schwierigkeitsgradstufe sind das 5 Striche. Ich glaube, da ist meine Dings einfach nur nicht gut genug für meine Jackdaw. Ich meine, das Fort, das war schon Hölle. Und wie wird das dann sein, wenn da auf einmal 4 Gegner auf mich zukommen? Nee, nee, da warte ich erstmal noch. Ich kann das jetzt per Schnellreise auswählen. Was ist das denn wieder? 29. Ich erstmal hier wenden. So. Riesenbrecher rollt an von Steuerbord. Riesenwellen, also hier ist wirklich alles vorhanden. Wie schepp ich gerade bin. Ach du Scheiße. Riesenwelle überstehen. So, jetzt muss ich mal gucken, dass ich mal hier vorwärts komme. Weil irgendwie gehe ich gegen den Strom. Jetzt kann ich wieder Reisegeschwindigkeit machen. Ich habe mir aber überlegt, wenn ich sofort einnehme, ist es ja eigentlich gar nicht so schlecht, weil da kann ich auch dann Schnellreise machen. Gerade wenn ich das dann so verteilt ein bisschen alles mache. Kann ich doch eigentlich dann, wenn ich davon viel erober, dann mache ich auch mal halt. Steuerruder verlassen, dass ich ein bisschen schwimmen kann, damit ich die Trophäe auch wieder bald bekomme, diese eine Seemeile schwimmen. Klar, die wird auf jeden Fall näher kommen. Ich muss ja bestimmt noch richtig viel schwimmen, weil irgendwas muss ich mit der Talklog hier auch noch machen, die ich da freikaufen kann. Aber je früher, desto besser, oder, Freunde? So, was haben wir denn hier alles? Da ist hier eine Truhe. Mit Nährstoffen drin. Nicht hochklettern, Edward, aufmachen. Ei. Beuten, so. Ui, da war viel Geld drin. Inkariert. So. So. Ich glaube auch einfach nicht, dass es auf die Schwierigkeitsstufe, also dass die mehr Schaden machen, die Forts, wenn die auf höhere Schwierigkeitsstufe sind, sondern dass das eher so ist, dass du mehr Sachen zu zerstören hast. Also 5 Türme. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie es bei der ersten war, wo ich das erste Fort zerstört habe. Ich glaube, das waren aber nur 3. Hier waren schon 5. Mittel ist dann bestimmt 4. Wie gesagt, sicher bin ich mir natürlich nicht. Es ist nur alles so. Meine Eindrücke quasi, die ich davon haben könnte. Von daher, so abwegig scheint mir das eigentlich gar nicht. So, da hinten ist auch wieder irgendwas, ein kaputtes Schiff. Ja, ich hätte gern, die Beute, die hier rumschwimmt. So viel Segel wie ihr könnt! Ich
weiß, unser Mädchen kann segeln. Jetzt zeigt es. Ach, egal. Dann soll es mich auch nicht stören. Ich habe nichts gesehen. Oh, die Engländer. Auch wieder 29. Da gibt es wieder ein Fragment, was ich mitnehmen kann. So. Zack. So. Ich das Fragment mal mitnehmen. So. Und kariert ist bestimmt so die freie, das freie Gebiet hier. Kann ich mir vorstellen. Also nicht unkariert, dass von wegen das Fragment unkariert ist, sondern das ist quasi das Gebiet ist, wo ich hier bin. Oder komplett die Karibik. Weiß ich nicht. Captain am Ruder. Gib mir etwas wahr. Moment, warum habe ich jetzt hier ein Gesuchzeichen? Weil ich das Schiff jetzt unter Wasser gehauen habe oder was? Hoppla. Wie toll. So. Dann sind wir endlich nach zwei Parts auch mal angekommen. Und zu diesem Ort reisen. Akzeptieren. Ich hoffe, das ist jetzt auch da. Naja, bin ich jetzt wieder irgendwo anders? Online-Events. So? Ich stehe total auf diesen Wolfsrudel-Event. Wolfsrudel-Modus. Stehe ich ja voll drauf. Koop. Zusammen Leute umnieten. Macht doch richtig Bock. So. Sehr schön. Was gibt's hier zu entdecken? 13 Animus. 6 Geheimnisse. Gibt's da? Den Hals gerettet, Captain. Ich danke dir von Herzen. Okay, kein Ding für den King. Eieiei. Die Geiseln befreien, um entdeckt zu werden. Na juhu. Du hast nichts gesehen, Freundchen. Schön, bis der sich rumdreht. Dann krall ich mir den nämlich. Aber da hinten ist auch wieder jemand.
Muss ich jetzt einfach mal schnell sein. So. Schon mal ein Ausblick. Kann ich die Schlafpfeile mal verwenden? Oh, das macht gerade richtig Spaß, ey, Freunde. Hui, das war geil. Das hat richtig Spaß gerade gemacht. Hui. Ich muss jetzt mal aufs Dach. Da oben kommt noch einer. Da. Ja, die interessieren mich jetzt erstmal nicht. Das kann ich jetzt mal synchronisieren. So, klettern. So. Hier. Episch. Freigeschaltet. Da ist die Mission also. Tschukala. Aus dem Weg oder bla. Das ist aber knifflig. Hält sich für knifflig. Was haben wir hier? Boah, das war geil. Das war richtig geil jetzt, Freunde. Ja, da geht's jetzt nicht lang. Da ist das Notenblatt. Wo bin ich jetzt gelandet? So. Ist das hier ein Fragment? Scheint so, gell, ne? Komm ich nicht dran? Hm. Nein.
So, wieder hier hoch. Muss ich an das, an den Pfeil dahin. So. Komm, ey. Komm, Edward. Stell dich nicht so an. So. Genau so wollte ich das da haben. Dann tapp ich jetzt mal zu dem Typ da, der da die Dings verkauft. Waffen. So. Kufen. Schwertersitz. Was habe ich jetzt eigentlich für ein Dings? Die finde ich eigentlich ganz geil. Das ist so Geschwindigkeit, der macht wahrscheinlich dann langsamer. Dann kann ich ja das hier nehmen. Das hat überall 3, 3, 3. Ein Schaden mehr. Das habe ich jetzt. Mach ich mal. Jupp, danke. Pistolenset. Eins, eins, drei habe ich. 1153 Oh, das ist so eine Fernkampfwaffe, also. Ja gut, viele andere nutzen ja teilweise diese, mach ich mal. Jupp. Kann ich dann immer ausrüsten, sehr schön. Weil ich benutze dann ja, kann ja die Pfeile benutzen. Ja. Mach ich mal voll. Einmal voll machen, bitte. So, Kunstgegenstände, Fracht verkaufen, Jagdbeute verkaufen, Jagdbeute kaufen. Weißwalhaut. 20.000. Hui. Kunstgegenstände. Bedanke ich mich erstmal bei dir, Kumpel. Test jetzt einfach mal. Wo? Oh. Verdammt, 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 verdammt. Ich dachte, ich müsste ihn töten. Komm hoch, 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 hoch. So. Ich habe jetzt keine Zeit für dich. Entwischte. Verdammt. Den wollte ich mir eigentlich schnappen jetzt. Die Text. Komm, komm, komm. So. 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 Ich halte euch den Rücken frei für etwas Geld. Das hier ist Schiffszeug, oder? Stimmt das? Schiffszeug? Ja. Sehr schön.
So. Freunde. Bekannten. Zuschauer. Bückler. Was auch immer. Was ist das für ein Symbol? Das Leibwache. Da gibt es auch wieder Waffen. Jetzt gucke ich erst mal hier meinen Status an. Schwerter. 21% Schwerter-Sets. Da tappe ich gerade, wenn ich das hier... Wie kann ich das denn um... Kann ich das wirklich nur in so einem Laden machen? Oh, verliehen für Vollendung aller Assassinen-Aufträge. Erhalten von 3 sozialen Truhen. Auf Uplay einlösen. Ach, das ist ja cool, das wusste ich noch gar nicht. Hihi. Pistolensets. Monturen. Moment, ich habe gesehen, bei dem einen Gamers Playground, der hat das Alter ihr. Vielleicht. Oder ist das nur, wo man DLC-mäßig. Ich guck grad mal. Händler, Piratenkapitän, Freibeutler, Montur mit Piratenpauner. Nö. Nee. Hm. Komisch. Naja. Dann gucke ich mal hier. Was gibt's hier? Da brauche ich das dreimal. Gut. Waisenhai. Das letzte Gesundheitsupgrade. Aha. Aha. Okay, Freunde. Dann war's das soweit von mir. Ich mach jetzt mal einen Cut und hoffentlich sehen wir uns im nächsten Part wieder. Da ist Let's Get a Platin, Assassin's Creed 4, Black Flag mit Nironir. Lass den dritten Schritt, euer Nironir ist out. Yes, sir.